im zweiten Lauf, die hat mir schon im ersten sehr gut gefallen. Und das ist die Dame, auf die wir sie im Speziellen aufmerksam machen möchten. Petra Vlahova aus der Slowakei, ebenso wie bei Gisin. Erstes Weltcuprennen und die Slowakin ist reingefahren. Auf Platz 16, das ist im Übrigen die führende in der Disziplinenwertung Slalom im Europacup. Ui, da kommt ein Talent nach. Einmal hat sie einmal einen super Körper, eine große Läuferin, die da wirklich schon etwas in den Sport mitbringt, was halt genetisch bedingt ist. Und dann fährt sie sehr sicher, steht wirklich ganz zentral am Ski. Ja, gute Position in der Höhe am Ski und die fährt dann nahezu zeitgleich mit Bernadette Schild. Schau mal die Armhaltung an, ähnlich wie Mario Matt, oder? So ganz leicht geduckt. Schöne zwei Skibelastung. 17 Jahre ist sie alt, übernimmt sie jetzt hier am Zauberberg die Führung, geht sich aus, 21 Hundertstel Vorsprung und noch einiges rausgeholt auf Bernadette Schild und das ist ja auch für Petra Vlahova sowas wie ein Heimrennen. Viele, viele slowakische Fans sind da und die Fahnen. Genau, und die warten natürlich noch auf Veronika Vele-Susolova, auch aus der Slowakei, die war zweite nach dem ersten Durchgang. Petra Vlahova führt vor Bernadette Schild und Chiara Kostadza, 15 Läuferinnen noch oben. Wir freuen uns auf die Entscheidung.